Ah. Überbrückungssequenz. Ah, okay. Unten. Unten, oben. Links. Nee. Unten, oben, rechts. Nee. Unten, oben, oben. Nein. Unten, oben, unten. Links. Unten, oben, unten, rechts. Unten, oben, unten, oben. Nein. Unten, oben, unten, unten, unten. Verdammt! Unten, oben, unten, unten, oben. Nein. Unten, oben, unten, unten. Na? So? Links. Nein. Okay, noch einmal. Unten, oben, unten, unten. Ja, sehr gut. Oh, der funktioniert. Ah, drei gemacht. Geht's da lang? Ja. Kommen wir zu einer Lagerzelle, da gehen wir mal nach. Lagerzellen sind meistens gut, da wird was gelagert, ne? Lauter Gedönsding. Ah, hier. Waffenspind. Sehr cool. Ja. Das krieg ich eh nicht hin. Ha, doch. 139 Gegenstände, sie erreichen bald das Gegenstandlimit von 150. Ja, ja. Wenn wir es erreicht haben, dann machen wir uns Medigel. Oder wir verkaufen es, je nachdem. Da ist noch. Was? 42. Noch genug. Gehen wir nochmal nach hinten. Gucken da nämlich nochmal. Vielleicht... Na gut, hier ist Ende. Gut, dann... Boah, weil der immer, wenn ich mich irgendwo anlehne, muss der... Steh auf jetzt, du Pfeife. Warum? Ich verstehe den nicht. Jetzt läuft er wieder langsam, ey. Shepard, du bist bedeppert. Nein, war schlecht. Okay, jetzt haben wir mit dem Laser irgendwie was freigelegt, ne? Jawohl. Dann gehen wir mal hier runter. Und ich wette, da sind auch Gegner drin, weil die sind immer überall. Egal. Auch da, wo sie nicht reinkommen sollten. Was ist das? Wieder ein Aufzug. Ah. So. Das ist nix. Hm. Dann sag du mir doch mal, Mädle, was mache ich denn jetzt? Wie sind Sie hier reingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wichtig ist, dass wir hier rauskommen, bevor mehr geht reinkommen. Ja. Ja, da haben Sie recht. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von denen gesehen. Der Knopf da drüben sollte mein Kraftfeld abschalten. Knopf da drüben. Ach, der Knopf. Ja, nee, sieht aus wie ein Knopf. Ist logisch. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch zurück. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Na, ich mag dir jetzt nicht so lange nachlaufen. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Wahrscheinlich, Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Denk schneller, Miss Experte für Proteaner. Die Röhre? Aber ich... Ja, lass mich raten, da kommt jetzt wieder irgendwas runter. Was zum Teufel war das? Oder? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Ja, ja, jetzt bin ich wieder dran schuld. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Wir verschwinden von hier. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten.
Es wird eng, Skipper. Na, nee, das kriegen wir schon noch. Wenn der Aufzug jetzt nicht wieder abkackt. Das ist doch eine Röhre. Vielleicht sucht er ja nach der. Hoho, nein. Natürlich nicht. Oh oh. Ja, das war so klar. Du Wichser! Ach nee, das ist gar nicht meiner. Ach, das ist der, der... Oh, ja, genau. Geben Sie auf, oder auch nicht. Das wäre amüsant. Die Ruine stürzt ein. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Ah, nee. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Ganz sicher nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Na, das bezweifle ich. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Halt! Ganz wichtig. Was brauchen wir? Wir brauchen mehr Energie, Fitness. Yeah. Und Erste Hilfe machen wir auch mal hoch. Ashley, du bekommst auch Erste Hilfe und Kampfpanzerung. Und Garus bekommt das und taktische Panzerung. So, da ist noch nichts verfügbar, das macht aber nichts. Der ist tot. Der auch. Vorsicht! Ah. Ach du, ja nee, ihr müsst hier drauf schießen, ihr Pfeifen. Wo ist denn da noch einer? Ist doch niemand mehr. Ich hab jetzt Muffe. Da kommt bestimmt irgendwas. Wow, was war denn das? Boah. Ich denke nur, da kommt jetzt so ein fettes Megaviech, ey. Ah, wenn es jetzt laut sein sollte, es tut mir leid. Los, los, los! Aber ich würde mich beeilen jetzt. Schnell! Oh, gerade so geschafft. Gott sei Dank. Wie schon aus der Puste, das? Okay. War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Ja, ja, ist okay. Wir sind da draußen fast umgekommen. Und Ihr Pilot macht noch Scherze? Manchmal ist Joker ein echter Vollidiot. Ignorieren Sie ihn einfach. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Das wollte ich eigentlich nicht nehmen, aber egal. Ich habe keine große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Gate hätten mich sicher getötet. Nee, hätten sie mich nicht. Hätten sie dich nicht. Das schon eher, Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Nicht schlecht. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Nur? Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Okay. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ja? Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten.
Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Okay. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen. Aber ich weiß, dass ich recht habe. Nee, ist klar. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Okay. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Ich kann helfen. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Ja. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Okay. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Okay. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ja. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Ja. Das hilft uns nicht, Sachen zu finden. Ich bin ja auch ich, ne? Also, ja. Natürlich, ja, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Doch, Sie ich weiß nicht, warum Saren helfen. Hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Ja, davon bin und ich überzeugt. Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Ja, danke, Rex. Willkommen Schön, an Bord. Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Ja, wahrscheinlich besser. Nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Fertig? Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Oh, die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, bitte. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Alles klar, Joker. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Ja. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Richtig. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Eben. Zumindest aber war genau. Die Mission ein Erfolg. Das auf jeden Fall, abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. War das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? Das muss ich mir nicht antun. Verbindung ist abgebrochen, Commander. Arschloch, der geht gar nicht, ey. Der geht echt nicht.